Okay, gut, das haben wir offener Brief an Corona-Leugner. Okay. Okay, das ist jetzt von Vic. Mir hat vorhin jemand in den Chat reingeschrieben, das ist sehr, sehr lost, das Video. Ich bin gespannt. Bevor ich jetzt wegen bestimmter Narrative mit Vorurteilen konfrontiert werde. Ich schaue kein Fernsehen, die sogenannten Mainstream-Medien interessieren mich nicht. Ich bin auch nicht linksradikal und ich finde an den Corona-Maßnahmen auch nicht alles super toll. Wie viele andere Menschen vermisse auch ich die Normalität. Was ist denn eigentlich mit seiner Tonqualität los? Hat er keinen Bock, das Video optisch Ich aufzunehmen? würde gerne wieder mehr mit Freunden draußen machen, Konzerte besuchen, feiern Gut, gehen, das in der ist Bar echt. chillen. Glaub mir, ich vermisse das auch. Gleichzeitig verstehe ich aber, warum das momentan einfach nicht möglich ist. Weil Corona ein Komplott der sogenannten Merkel-Diktatur ist. Wegen der Elite, wegen denen da oben. Ob jetzt wegen irgendwelcher Fledermäuse oder einem Labor aus China. Corona existiert. Glaubt ihr, diesem Virus interessiert es, dass ihr euch als Freiheitskämpfer bezeichnet und in einem der freisten Länder der Welt für eure Freiheit kämpft? Wegen dem hier? Ihr fragt euch, wie soll mich dieser Mist schützen? Realisiert ihr doch nicht, dass ihr damit an erster Stelle andere schützt? Menschen in Belarus oder Nigeria kämpfen buchstäblich für ihr Leben, während ihr von Freiheitsberaubung sprecht, weil ihr das hier morgen wieder beim Aldi tragen müsst. Ihr behauptet, es gäbe keine Meinungsfreiheit mehr, weil andere kommen und eure Sichtweisen doof finden, beziehungsweise diese kritisieren. Wann habt ihr Verstehe aufgehört, ich, auf ja. Wissenschaft und Fakten zu hören und angefangen, ominöse Telegram-Gruppen und Xavier Naidoo als alternative Quelle zu bezeichnen. In euren Augen seid ihr die Anti-Erwachten und wir die Schlafschafe. Und jeden, der anderer Meinung ist, bezeichnet ihr als gekauft, mediengesteuert oder einfach nur nicht informiert. Interessant, dass ihr es so perfektioniert habt, die Etablierten zu hinterfragen, eure eigenen alternativen Quellen jedoch kaum bis gar nicht hinterfragt. Es macht euch offenbar auch nichts aus, mit Rechtsextremen zu marschieren, antisemitische Inhalte zu teilen und eine Morddrohung nach der anderen in eurer hasserfüllten Facebook-Gruppen zu brüllen. Ohne Witz, mir tun. Also ich weiß jetzt nicht, also wer von gesagt hat, das Video wird lost oder so, ich verstehe, was er sagt. Also ich kann, also ich meine, das ist natürlich Ansichtssache, jeder kann da denken, wie er möchte. Ne? Wir da jetzt gar keine große Diskussion jetzt hier drüber führen, aber ich sehe es eigentlich gerade eben in dem Moment genauso wie er. Ja, also derzeit verstehe ich einfach seine Ansicht. So, jeder soll sich einfach an die Regeln halten, fertig ist. Und man lebt hier trotzdem noch in der Demokratie und es hat nichts mit Diktatur zu tun. Ne? Die Pflegekräfte leid, die sich um Corona-Opfer kümmern müssen und wegen euch wahrscheinlich vor Wut im Strahl kotzen. Ich kann es vollkommen verstehen. Dann habt ihr noch Angst davor, von Bill Gates überwacht zu werden, aber benutzt Google und Apple und gebt ihnen mit Freunden eure Daten. Ihr glaubt an die wildesten Verschwörungstheorien, aber nicht an den Klimawandel. Ganz ehrlich, merkt ihr überhaupt noch was? Wir sind inmitten einer globalen Pandemie und überall auf der Welt werden ähnliche Maßnahmen getroffen. Verfeindete Länder sollen urplötzlich dasselbe tun? Nennt mir ein Staat, das öffentlich sagt, Corona ist eine Lüge. Offenbar habt ihr Gefallen daran gefunden, euch als Opfer darzustellen, verhöhnt damit aber die wahren Corona-Opfer. Menschen, die krank sind, mit Langzeitschäden leben müssen, Angehörige verlieren oder im Worst Case selber sterben müssen. Und auch diese merkwürdige Frage, ist denn der Patient mit oder durch Corona gestorben? Das ist doch völlig egal. Wenn du an einer Erkältung stirbst, weil AIDS dein Immunsystem völlig ausgeschaltet hat, dann bist du auch an AIDS gestorben. Warum sollte es bei Corona anders sein? Klar, viele von euch haben ihren Job verloren und das tut mir auch leid, aber für ein hochkompliziertes Problem gibt es keine einfache Lösung. Klar, es ist easy zu sagen, Bill Gates steckt dahinter, Merkel steckt dahinter, die Elite steckt dahinter, die Juden oder wer auch immer, aber macht es das automatisch wahr? Bill Gates hat dir deinen Job nicht genommen. Und überhaupt, was hätte er davon? Ich meine, was hätten denn die Reichen davon, die globale Wirtschaft bewusst zu schmälern? Ich kann mir jetzt halt gar nichts dagegen sagen. Also, ich verstehe halt einfach. Also, das ist halt so meine Sicht. So, ich verstehe einfach zu 100%, was er meint. Das ist halt einfach auch meine Ansicht. Ich verstehe nicht, wie Leute irgendwas von der Elite plappern können, obwohl die halt null Beweise haben oder nicht im Ansatz Belege haben. Wenn sie doch eigentlich davon profitieren. Masken sind auch nichts Neues. Bereits 1918 trugen Menschen aufgrund der spanischen Grippe Masken. In großen Teilen Asiens sind Masken in der Öffentlichkeit völlig normal. Das ist das Problem. Alles ist einfach extrem offensichtlich und jeder weiß es schon. Ja, na gut, wenn du es jetzt so meinst. Ja, von mir aus kann. Ja, letztendlich, das stimmt schon. Mittlerweile weiß jeder schon darüber Bescheid oder sollte, sagen Sie mal, jeder Bescheid wissen. Aber je mehr Videos es gegen diese Corona-Leugner gibt, vielleicht werden umso mehr Leute darauf aufmerksam, dass die vielleicht schon mal hinterfragen, was sie da eigentlich glauben oder auch nicht. Sei es aus gesundheitlichen oder meinetwegen aus ästhetischen Gründen. Oder wollt ihr mir etwa sagen, dass Japan schon immer von der Elite versklavt wurde? Ist das euer Ernst? Das Schlimmste ist Meine jedoch, Eltern sind radikalisierte Corona-Leugner, Eltern uiuiui. zwingen Kindern Mein ihre Beileid. Ideologien auf. Ich erhalte viele Nachrichten von Zuschauern, die darunter leiden. Einige von ihnen müssen deswegen so. Dann hat mich meine Stiefmutter geohrfeigt, nur weil ich trotzdem meine Maske mitgenommen habe. Alter, was ist denn das? Was ist denn da? Das ist ja wirklich.
Das ist ja traurig, Leute. Das ist ja absolut traurig. Vor Gewalt erfahren. Dann nehmt ihr sie auch noch ungeschützt auf sogenannte Anti-Corona-Demos und instrumentalisiert sie für Videobotschaften. Das ist so ekelhaft. Ich fühlte mich wie bei Anne Frank im Hinterhaus, wo sie mucksmäuschen still sein mussten, um nicht erwischt zu werden. Wie gesagt, nicht jeder, der die Maßnahmen kritisiert, ist automatisch ein radikalisierter Querdenker. Jedoch werden diese leider stetig mehr. Und das Problem ist, die meisten belächeln oder ignorieren es. Aber wie lange kann man ein Problem belächeln oder ignorieren, bis es zu spät ist? Nach 1.300.000 verstorbenen Menschen gehen 20.000 in Leipzig demonstrieren, ohne Abstand, ungeschützt und mit Kindern. Die Polizei? Daumen hoch! Ich möchte mit diesem Video zu nichts aufrufen, sondern lediglich zum Nachdenken anregen. Reflektiert, was mit euch passiert, wer eure sogenannten alternativen Quellen sind und wie viel Wahrheit tatsächlich hintersteckt. Verschwörungsmythen können instrumentalisieren und radikalisieren, haben sie auch in der Vergangenheit. Selbst Hitler hat damals schon durch Mein Vater möchte, dass ich die Lehrer verklagen soll in der Schule, weil ich eine Maske dort trage. Was ist denn los? Ey, Leute, jetzt mal ohne Scheiß, was ist denn los? Was ist denn los mit den... Also... Nee. Denkt einfach ordentlich... Also am besten... Guck mal, ihr habt eure eigene Meinung und ihr könnt die auch durchsetzen. Macht das halt doch einfach. Egal, was wer sagt. Denkt einfach menschlich und normal. Ja, und rücksichtsvoll, das ist immer ganz wichtig. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie man so rücksichtslos sein kann. Jetzt mal ohne Scheiß, das ist doch mega rücksichtslos. Stell dir mal vor, die sind davon betroffen. Dann sind die Ersten, die dann rumheulen. Guck mal, in Russland ist der eine gestorben. Das ist keine Ahnung, der war vielleicht gerade mal 30 bis 40 Jahre alt. Ein Influencer mit über 1 Million Follower auf Instagram. Der ist gestorben, war ein Corona-Leugner, ist an Corona gestorben. Ja, danach hat er es wahrscheinlich auch mitbekommen, beziehungsweise hat er es dann nicht mehr mitbekommen, dass es ein bisschen scheiße war. Aber die Familie hat es dann mitbekommen, was da eigentlich vielleicht fehl am Platz war. Semitische Verschwörungstheorien profitiert. Oder was mit Pizzagate? Ein geheimer Kinderpornoring im Keller einer Pizzeria in Washington? Ein bewaffneter Mann stürmte die Pizzeria, um die Kinder zu retten. Stellte sich heraus, die Pizzeria hat nicht mal einen Keller. Ja, auch der Attentäter von Hanau hat sich zu solchen Dingen bekannt. Versteht bitte, dass Verschwörungsmythen genutzt werden, um Menschen auch politisch zu instrumentalisieren. Das ist meiner Meinung nach nichts, was man belächeln sollte. Auf keinen Fall. Klar, einige Querdenker werden jetzt kommentieren, ich wäre linksgrün versifft, ich wäre von der Regierung gekauft, ich hätte mich nicht informiert, ich sollte doch besser recherchieren. Und das ist das Problem. Ihr sucht immer noch einfache Antwort für hochkomplizierte Probleme. Aber das Leben ist nun mal nicht einfach. Aktuell leiden wir alle darunter und versuchen aus der Situation das Beste zu machen. An die Querdenker, überlegt bitte, wie weit ihr gehen wollt und was ihr damit eurer Familie und euren Freunden antut. Und an die anderen, belächelt und relativiert das Problem nicht. Ich habe das Gefühl, wir sind gespaltener denn je und wenn es bei bestimmten Leuten nicht zu spät ist, dann sollte man versuchen, miteinander zu reden. Geschieht so etwas in eurem Umkreis, redet mit der Person. Vielleicht ist es nicht zu spät. Das war's, bis zum nächsten Mal. Ja, das Traurige ist halt einfach, dass die Leute erst dann mitdenken, was sie für Scheiße machen, wenn sie sich nicht an die Regeln halten, wenn es zu spät ist. Das ist halt einfach das Problem. Wenn die dann selber Corona haben und übertragen das, was weiß ich, den Eltern oder sind selber dann am Arsch, erst dann merken die, dass ja Corona doch eine Krankheit ist, die man ernst nehmen muss. Ist halt einfach dumm. Ist halt einfach dumm und ich verstehe es einfach nicht. Hätte bei mir jemand Corona, dann müssten wir unsere Einrichtung direkt schließen. Weil das Problem ist halt einfach, dass dann so weite Folgen haben kann, was die Wirtschaft angeht, das ist halt einfach das Problem. Ne, gerade bei dieser Demo, da sind 20.000 Leute, die haben keine Maske auf, die stecken sich am Ende gegenseitig an, dann bringen die das mit auf Arbeit, dann stecken die sich dort an, zack, müssen die ganzen Firmen schließen. Also was sie natürlich auch an wirtschaftlichen Schaden anrichten, ja, sind die halt einfach selber dran schuld, dann beschweren sie sich, dass die kein Geld mehr bekommen.